Ui, ah ja. Super. Ich habe jetzt auch mal ein Video gesehen. Da gibt es, da hat jemand, das ist ein englisches Video gewesen, hat auf ein anderes englisches Video, hat mir ja auch mal gesagt, ich soll mal ein Video machen, wo ich reagiere auf andere Videos. Gottchen, da wird bei mir ja nicht viel bei rumkommen. Ich bin da eher nicht sehr reagierfreundlich. Freudig, ja, ihr seht ja mein Pokerface immer hier. Na gut, ich lache schon mal ab und an. Ja, ich gehe nicht nur in den Keller, um zu lachen. Aber trotzdem. Das kann weg, ja. Und der hat auf ein Video reagiert. Da haben, wie heißt das, Hide and Seek, oder, ja, da haben sie sich also gegenseitig gejagt. Ja, da ist also einer losgelaufen und drei mussten ihn jagen. Und das waren alles gute Let's Player. PvP, ne? Und so weiter. Und der, der gejagt wurde, der hat also solch eine Ahnung von Minecraft gehabt. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht wollt ihr das ja selber auch mal schauen. Ich muss ihn mal aushöhlen. Nicht, dass mir noch die Monster. Nicht, dass mir noch die Monster. Das kann ja eigentlich alles weg hier. Das muss überhaupt alles weg. Hotel muss größter Kongresshotel 8 Zimmer von Grund auf neu machen. Richtig was hermachen. Nicht Prestige. Nicht. Richtig was hermachen. Nicht Prestige. Oh, was haben wir da? Moment. Wer hat mir das da hingelegt? Der Herr Piepenbrink etwa. Da muss ich dann mal ganz herzlichen Dank sagen, Herr Piepenbrink, falls du zuguckst. Ist das wirklich unbreakable? Tatsächlich. Und ja. Das ist super. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin jetzt ganz aus dem Konzept. Also, der Spieler, der gejagt wurde, wie gesagt, der hat Ahnung von bis hier muss ich runter. Ui, hier ist aber echt finster. Dass hier noch keine Monster gespawnt sind. Der hat echt Ahnung von Minecraft gehabt.
und ist zum Beispiel vor denen geflüchtet in den Äther. Und das Ziel war, dass die dass er sozusagen dass den Enderdrachen besiegen musste, aber er wurde ja auch noch gleichzeitig gejagt, ja? Also er wurde ja auch noch gleichzeitig gejagt, wird es dunkel, muss ich mich mal schnell hinlegen. Und da ist er den in den Äther entfleucht erstmal. Und auch schon, wie der sich dann auf der Oberwelt vor denen, also dieses Video ist, ich werde die beiden Videos mal verlinken. Und er hat es tatsächlich dann geschafft, die Leute, die nachher zuerst im Nether waren und auf ihn gewartet haben, hat er gekillt von der Welt, von der Oberwelt aus, also von der normalen Welt aus. Hat er irgendwas in den... Ich muss mir das Ding nochmal richtig angucken. Da hat er also was reingeschickt in den Nether. Ich bin heute übrigens wieder mit Facecam. Ich habe gesagt, normalerweise nicht, aber... ich habe halt wieder die Insel aufgenommen. Den Untergang der Esmeralda habe ich aufgenommen. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Ich weiß nicht welches. Ich nehme mal an, das ist zuerst gekommen. Ja, das ist schon. Nein, das ist. Das brauche ich noch. So, war es ja so ein Koop-Zeug da drin. Schummel brauche ich, das brauche ich nicht. Die Treppen brauche ich nicht. Was haben wir hier noch? Polierter Granit, Dschungelholz, Cooked Chicken. Sollte ich mal was essen vielleicht? So, und hier machen wir mal Wände aus. Was ist das? Aus Dschungelholz? Oder haben wir die Wände hier aus... Wie machen wir die Wände? Das hier ist Eichenholz. Machen wir Dschungelholz oder Eichenholz? Also wir machen auf jeden Fall erstmal den Fußboden hier aus Dschungel. Das ist klar. Zumindest in großen Teilen. Hier müssen wir das ja so lassen. Wir können das hier wegnehmen noch. Aber dies mittelt. Das müssten wir eigentlich als Sandstein lassen. Aber dies können wir wegnehmen. Zeugs drin. Das sollen wir überall ausleuchten. So, und das wird alles Dschungel. Ja, da sind die zum Beispiel
Hat auch der Kommentator, der das Video gesehen hat, der hat dann gesagt, der hat unheimlich Ahnung von, das wusste er selber nicht. Da ist er mit einem normalen Boot, ja. Der hat Boote gehabt, weiß nicht, wie viele Boote er hatte. Da ist er im Neta mit dem Boden über die Lava gezischt. Die Boote gehen natürlich dann kaputt. Ist auch klar. Boote gehen irgendwann kaputt in der Lava. Aber für eine kurze Zeit bleiben sie bestehen. Das heißt, du kannst theoretisch mal eine ganz kurze Zeit. Das ist die Wand. Ja, okay. Die Wand können wir hier so belassen. Im Urzustand machen wir hier dann das Dschungelholz hin. So, mal ein bisschen, ja, wo ist Erde? Da ist Erde. Ein bisschen Erde hier rein. Füllen das mal auf. So, und dann kommt hier der Dschungel. Das Dschungelholz drüber. Ja, was machen wir hier unten rein? Wie gesagt, hier kommt so eine Art Restaurant, großes Restaurant rein. Müssen wir uns noch überlegen, was wir da für einen Fußboden reinmachen oder wie wir das. Gut, wir haben uns jetzt für Dschungelholz entschieden, aber wir können natürlich immer noch so ein paar Bereiche dann abtrennen, die dann etwas anderes haben. Was ist eigentlich hier drunter? Gar nichts. Ich bin ja wirklich gespannt, ob ich das bis zur Folge 2300 fertig kriege, dass ihr dann das auch im Download habt, ne? Das sind noch 30 Folgen vielleicht, sage ich mal so. Wo ist wieder Dschungelholz? Dschungelholz. Schon wieder alle? Nee, kann aber nicht sein. Aber da sieht man mal, was ich hier für Holz brauche. Ich bin mir sicher, wir müssen auch dann Dschungelholz wieder farmen. Erstmal, wir können ja hier rausgehen zum Lager. Bitteschön, hier ist doch die Tür direkt vor. Kürzer ist doch, da gehst doch gar kein Weg mehr als hier so rum. So. Da ist natürlich jetzt unser ganzes Gemüse hier wirklich alles voll geknallt. So, Stone Bricks brauche ich auch nicht. Steinziegel. Erstmal weg damit. Was haben wir? Eiche. Da könnten wir die Wände draus machen, sage ich mal. Okay. Weil wir die ja schon Wände haben. Was ist das? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das können wir gebrauchen, das brauche ich nicht. So.
weiter geht's. Also das sind wir hier unten, die Wände. Sozusagen hier aus Eiche machen zwischendurch und nicht aus diesem, damit wir so ein bisschen was optische anderen Farbton hier drin haben. Ne? Also Eiche. Natürlich aufpassen, dass man ja so da brauchen wir, da müssten wir dann dorthin setzen. So, da oben käme dann Granit hin. Schon wieder dunkel.